So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Nein, der Wald brennt nicht. Es brennt lediglich meine Fackel auf dem Stock. Ne? Grillanzünder. Ich habe einen Riesenberg Grillanzünder mal geschenkt bekommen und habe gedacht, da ich die nie verbrauchen werde, sonst nütze ich die einfach mal, weil so ein Ding brennt locker so 6, 7, 8 Minuten, nutze ich die doch einfach mal als Beleuchtungseinrichtung für einen nächtlichen Videodreh. Und das tun wir jetzt und selbstverständlich habe ich darauf geachtet, dass hier nichts brennen kann und so weiter. Ne? Also sämtliche Sicherheitsvorkehrungen immer schön im Hinterkopf behalten. So, dann jetzt Folgendes. Wir müssen noch die drei Stadtstaaten durchmachen und dann haben wir es endlich mit dem Waldrecht nach Bundesländern. Ich habe es ja am Stück gedreht, am Stück hochgeladen und jeden Tag kam eine Folge. Deswegen war der Stress für mich überschaubar. Ich habe halt quasi zwei Arbeitssessions sozusagen da reingesteckt. Und jetzt gibt es nochmal ein letztes 14. Video. 15. Video. 15. Video. Es gab ja noch eine Einführung. Eben mit drei Bundesländern auf einmal, nämlich eben die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen, inklusive Bremerhaven. Ich hoffe, da gilt das gleiche Recht wie in Bremen selber. Wenn nicht, ist Bremerhaven ist dann das Einzige, was ich nicht behandelt habe. Damit kann ich dann aber leben. Gut, fangen wir an mit Berlin. Darf man in Berlin den Wald betreten? Ja, außer da ist was umzäunt, umfriedet, sonst irgendwie gekennzeichnet, dass man es nicht betreten darf, etc. und so weiter und so fort. Verjüngungsflächen müssen also auch umzäunt, befriedet oder sonst irgendwas sein. Befriedet ist was anderes. Auch Waldrecht technisch relevant, aber nein. Damit es verboten ist, da reinzugehen, ansonsten darf man. Dann haben wir Sammeln. Darf man sammeln? Ja, Standard nach Bundesnaturschutzgesetz. Darf man Holz sammeln? Nö, also jedenfalls nicht ausdrücklich, einfach so. Natürlich wird wieder nicht bestraft, wenn es nur eine winzige Menge ist. Darf man Radfahren? Ja, auf Waldwegen und Waldstraßen. Darf man Feuer machen? Nö, wer darf denn trotzdem Feuer machen? Ja, der Waldbesitzer. Im Wesentlichen der Waldbesitzer und Personen, die von ihm beschäftigt werden. So, darf man rauchen? Nö, das ganze Jahr nicht. Außer der Waldbesitzer, Personen, die von ihm beschäftigt werden und Imker. Weil Rauchen, was die Imker tun, ist nicht Rauchen im klassischen Sinne wie Rauchen. Also die Imker rauchen anders, wenn sie rauchen. Darf man zelten? Tja, und das ist jetzt so der springende Punkt und die Besonderheit im Berliner Waldgesetz, wo es sich vom Standard, also bundesdeutschen Durchschnitts, unterscheidet. Nämlich, zelten darf man natürlich nicht. Und was man auch nicht darf, ist Zelte oder ähnliche Lagerstätten aufstellen. So, und damit haben wir jetzt eine schöne Auslegungsmöglichkeit für denjenigen, der da was sanktionieren möchte. Alles, was quasi ein Lager ist, das zum geschützten Übernachten dient, als zeltähnliche Lagerstätte zu bezeichnen. Ja, das kann dann auch eine Hängematte mit Tarp drüber sein, weil das halt doch im Prinzip sehr zeltig aussieht. Da bin ich mir schon ziemlich sicher, dass das als zeltähnliche Lagerstätte durchgehen würde. Das betrifft dann auch vermutlich den Biwaksack mit Gestänge. Man kennt ihn, ne? Also diese tollen Gore-Tex-Biwaksäcke, die dann im Kopfbereich nochmal eine Stange drin haben, dass man da halt eben ein bisschen mehr Platz hat und theoretisch noch ein Buch drin lesen kann. Was dürfte man denn dann? Ja, man darf natürlich unter freiem Himmel ohne alles einfach nur mit dem Schlafsack auf dem Waldboden liegen. Man darf wahrscheinlich auch den klassischen Biwaksack, also die enge Hülle um den Schlafsack, die wasserdichte Hülle um den Schlafsack verwenden und da schön die Kapuze zuziehen. Und da muss man halt mit den paar Tropfen, die man ins Gesicht bekommt, leben oder sich halt den Kopf in den Busch hängen oder irgendwie sowas, wo es nicht so sehr hinregnet. Das würde noch gehen. Und ansonsten kann man sich jetzt streiten, ob ein sonnensegelartiger Tarpaufbau, wo du wirklich eine Plane in die Bäume hängst, als viereckiges, rechteckiges Objekt weit oben, das wirklich in keinster Weise einen Windschutz darstellt, sondern lediglich so ein bisschen Sonne oder eben Regen abhält. Da weiß ich nicht, ob das eine zeltartige Konstruktion ist, weil das ist ja eher eine dachartige oder eine sonnensegelartige Konstruktion und schon weit weg von einem Zelt, würde ich sagen. Aber wie das vor Ort ausgelegt wird, keine Ahnung. Ja, aber das war es dann auch schon zu Berlin.
Wir machen weiter mit Hamburg und zwar sofort im fließenden Übergang. Was darf man da betreten? Ja, den Wald schon, Verjüngungsflächen, nö, kennen wir. Ne? Sammeln, Standard, Holz sammeln, auch Standard, also darf man nicht, darf man nur so ein ganz kleines bisschen, wird nicht bestraft. Radfahren, ja, Wege und Straßen, Feuer, nö, Rauchen, nicht vom 1. März bis 31. Oktober und Zelten und Schlafen. Ja, Zelten, wenn du den Waldbesitzer gefragt hast und ansonsten schlafen im üblichen Rahmen, sprich, solange man nicht zeltet, darf man auch schlafen. Hamburg, so durchschnittlich, dass es fast schon ein bisschen langweilig ist. Ja, das heißt natürlich nicht, dass Hamburg langweilig ist oder an Hamburg irgendwas auszusetzen wäre. Es hat halt nur ein durchschnittliches Waldgesetz. Das sagt ja sonst nichts über Hamburg aus, ne? Bevor mir jetzt wieder irgendwas unterstellt wird. Wurde mir bei Thüringen oder war es bei Sachsen-Anhalt? Nee, es war bei Thüringen, wurde mir unterstellt. Ich hätte mich über Thüringen lustig gemacht. Ich habe versucht, über jedes Bundesland so ein ganz kleines bisschen, einen kleinen Gag in die Videobeschreibung zu schreiben. Frage, warum nehmen schöne Mittelgebirge in Thüringen nie erwähnt werden, wenn von Mittelgebirgen die Rede ist? Ja, das liegt daran, dass ich da noch nicht gewesen bin. Jetzt kann man mir natürlich vorwerfen, dass ich böser Mensch noch nicht in Thüringen gewesen bin. Das wird sich auch in Zukunft auch noch ändern. Aber ich nenne natürlich als Beispiele nur Mittelgebirge, bei denen ich aufgrund mehrerer Aufenthalte und genauer Ortskenntnis exakt sagen kann, dass das auf diese auch zutrifft. Nicht spekulativ zu irgendwelchen anderen Mittelgebirgen, in denen ich noch gar nicht war. Deswegen kommen die bei mir selten vor, Mittelgebirge, in denen ich mich nicht auskenne. Kommt alles noch, ne? Ich bin jetzt noch nicht so alt und hab noch nicht so viele Jahre Erfahrung im in Deutschland rumfahren und alles angucken, weil ich ja gerne mal für einen längeren Urlaub, eine längere Tour auch durchaus mal immer noch ins Ausland gehe, ne? Und so, man kann selbstverständlich nur in Deutschland unterwegs sein und da auch glücklich werden. Das bezweifelt ja keiner. Aber tue ich halt nicht. Und damit habe ich halt vieles in Deutschland noch nicht gesehen. Noch. Aber ich plane ja noch ein paar Jährchen unterwegs zu sein. Und dann komme ich irgendwann auch mal nach Thüringen und kann mich überzeugen, dass es auch in Thüringen wunderbare Beispiele für alle möglichen tollen waldrechtlichen Dinge gibt. Ich muss mein Feuer nachfüllen. Uhuhu. Und zwar nach Möglichkeit immer so, dass man sich nicht die Pfote verbrennt. Gar nicht so einfach. Gut, das war Hamburg. Und dann haben wir noch Bremen. Das Schöne ist, Bremen kann man sehr kurz fassen. Bremen ist durchschnittlich. Außer Bremen hat das Feuerrecht Niedersachsens übernommen. Ja, macht ja auch irgendwo so ein ganz bisschen Sinn, wenn man da schon drin liegt, dass man sich da nicht allzu sehr vom drumherum liegenden Bundesland unterscheidet. Insbesondere, wenn man als Form von Bremen aus Bremen und Bremerhaven besteht, glaube ich zumindest. Weiß das jemand? Kennt sich jemand mit Bremen aus? Ich war da als Kind mal. Da hatten sie ein tolles U-Boot, also in Bremerhaven, vermute ich. Oder war das in Hamburg? Ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich, das tut überhaupt nichts zur Sache, aber ich erzähle es trotzdem, bei dem U-Boot mit dem Seerohr, das hat ja so ein lustiges Fadenkreuz, auf einen Bus gezielt, wo gerade Touristen ausgestiegen sind. Bin dann von der Kommandozentrale, wo das Seerohr ist, ich vermute mal, das nennt man so, bis runter zum Torpedoschacht gerannt, hab auf Fire gedrückt, bin zurückgerannt, hab wieder durch das Seerohr geguckt und der Bus war weg. Ich war da in einem Alter, als mich das wirklich beeindruckt hat. Ne? Es war mir schon klar, dass es sein könnte, dass der Bus weggefahren ist. Es könnte aber auch sein, dass er vom Torpedo weggesprengt wurde. Gut, das ist die kleine Anekdote zu Bremen oder Hamburg. Leider weiß ich es nicht mehr. Ne? Nochmal, also Bremen, alles wie immer betreten, ja, alles, ne, sammeln, ja, wie üblich, Holz, ne, wird nicht bestraft, Radfahren, wieder auf Wälder, Wegen und Straßen, Feuer, dürfen wieder die Berechtigten, sonst keiner, außer im Winter, ne, also wie Niedersachsen quasi. Natürlich kann auch hier wieder das Verbot, Feuer zu machen, aufs ganze Jahr ausgedehnt werden, wenn das erforderlich ist. Also durchaus möglich und am sichersten ist natürlich, wenn man einfach mit ein bisschen Intelligenz an das Thema rangeht, ist es gerade Winter, ist es gerade völlig unmöglich, den Wald anzuzünden, okay, dann darf ich vielleicht eventuell gegebenenfalls ein kleines Feuerchen anzünden. Wenn man ein Feuer macht, muss man es beaufsichtigen, das steht extra nochmal so im Gesetz und sollte sowieso selbstverständlich sein. Sonst Bremen keine großen Besonderheiten. Und so, und wenn ich jetzt in Bremen was vergessen habe, dann tut es mir leid, aber ich habe jetzt die Schnauze voll und das war jetzt das 16. Bundesland.
Und da Mallorca immer noch nicht eingebürgert wurde, sind wir jetzt durch. Macht's gut. Oh, und ab sofort war es das jetzt fast mit rechtlichen Themen. Ich habe noch eine kleine Frage dazu, die ich noch kurz behandeln wollte. Und vielleicht fällt mir in der nächsten Zeit noch mal irgendwas ein, je nachdem, was für Kommentare unter den Videos kommen. Und jetzt ist mein Licht runtergefallen. Aber das ist ein gutes Timing. Macht's gut.